Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Wir spielen das Spiel Kursk auf der Kursk oder in der Kursk. Und ja, wir suchen jetzt Dimitri, war das hier? Ja, hier ist Besenkammer. Lassen wir mal Boris alleine. Ich weiß gerade nicht, wohin. Hoch. Okay. Hopp. Ach, wieder durch eine Luke. Hätte es doch gedacht. So, das war jetzt eine 3 oben. Mal gucken, ob sich das ändert. Und hier müsste die nächste ja. Hier müsste ja auch die 3 sein. Ist das Übergang dran? Hat das gar nichts zu bedeuten? Das hält, glaube ich, gar nicht drauf. Ah, doch. Sektor 2. Okay. Hä? Sektor 4. Übergang 4. Ach, was weiß ich, wer sich das hier ausgedacht hat. Und dann hoch. Schon mal gut. Ah, da ist ja jemand. Это личная каюта. Что ты здесь делаешь? Не, нам я geschenkt. Genau, wir wollten alles. Спасибо. Я вообще дни рождения не праздную. Не люблю этот день с детства. Но приятно, что ребята помнят. И подарок очень хороший. Ja, freut mich, dass es dir gefällt. Okay, ich muss dann los. Подожди. Ah, will uns irgendeine Arbeit aufdrücken. Ich hab's eigentlich. Ты ведь инженер, да? Есть одно дело. Нужна твоя помощь. Oh. Пойдем, я по пути объясню. Ach, unterwegs auch noch. Ja, Командир komm. Уже говорил тебе про учебные занятия. К ним относятся имитации боевых столкновений. Это всегда такая игра в кошки-мышки. Мы охотимся на крейсеры, на нас охотятся БПК. Ja, dann jagen wir was. Lass es doch einfach zu. Hab dich gerade nicht so richtig verstanden. Он может выдать нашу позицию. Okay, das ist natürlich scheiße. Durch die Vibrationen. Двигатель установлен на пружине. Я пообещал ребятам, что приведу помощь. Na gut, dann machen wir das. Тебя нам сам Бог послал. Тут нужен кто-то, кто рубит в технике. Но все наши спецы сейчас заняты. А wir kennen uns aus. Ich war ein Jahr auf der Schule. Das passt schon. Ich war ein Jahr auf der Militärschule und wurde runtergeschmissen. Hat auch unser Charakter gemacht, oder? Тут у нас всем заведует Роберт. Он тебе все объяснит. Я буду на центральном посту. Мне надо поговорить с командиром. Ja, zum Wohl. Also, jawohl, Sir. So, ich soll mit dir irgendwas machen? Здравия желаю. У нас тут небольшое ЧП. Поршни как взбесились. Нужно выровнять давление, чтобы уменьшить вибрации. Витя затягивает болты. Для тебя у нас другое задание. Иди к вентилям. Я буду смотреть на индикаторы и говорить тебе, что куда крутить. Ja, gut, dann machen wir das mal, ne? Oh, das erste. Jetzt wird es interessant. Soll man Ventile drehen? Готов? Поворачивай. Я скажу, изменилось что-нибудь или нет. Чуть получше. Теперь другой. Okay.
Вибрации усилили. А если в другую сторону? Намного лучше, но этого недостаточно. Берись за третий. Вроде порядок. Подожди, сейчас я проверю, все ли нормально. Ну вот, вибрации ниже нормы. Молодца. Ja, kein Problem. Ich dafür. Спасибо тебе. Сами бы мы не справились. Ладно, не буду больше тебя задерживать. Genau, das war mein Gedanke. Er hat zwar extra so gesagt, dass nicht, dass er absichtlich gesagt hat, hey, ich gehe zum Captain und uns irgendeine billige Arbeit gegeben hat, damit er es vielleicht da auf uns warten kann, so quasi. Wenn die eh wissen, dass er ein Spion ist, wäre das dann jetzt natürlich die perfekte Möglichkeit, um einen Spion zu enttarnen. So. Machen wir hier schnell durch. Und die Tür wird bestimmt abgeschlossen sein. Da dürfen wir gleich mit unserem Hacker-Tool hacken. Die Tür aufbrechen oder. Mit unserem Super-Dietrich. Nicht hier irgendwo? Some woman. Probably Dimitri's girlfriend or wife. Pretty. Soll ich mir den Flachmann angucken? Empty. Schade. Kleines Notizbuch. And when the end of my time comes, and the depths call out for my soul, my last breath like a door to eternity, close with a whisper about you. Dimitri's poem. Not very romantic. Like depressing. Nothing special. Just some junk. Hello. Got it. This should be his notepad. Dimitri writes that sub left in a damaged torpedo. They weren't able to upload it to the video. Captain Kennedy mentioned something about the broken cranes. So that sounds about right. Eh? Interesting. I think that's it. I should put the notepad back. I'm out of here. Oh, der hat ganz viele Bausätze, sehe ich gerade rechts. Lass mal zu da. Bild der Frau will ich mitnehmen. Eins, zwei, vier Panzer hat er. 30. Baut wohl eine Armee, ja? Приказ командира. Экипажу первого отсека прибыть на центральный пост. Might be a meeting. This is my chance. I might not get another chance. I'll try to get to the room with the sonar system controls. I can look around the first section without anyone bothering me. Hier müssen wir jetzt runter, oder was? Ach, da müssen wir entlang. Okay. Dann wahrscheinlich nochmal einen weiter, genau. Das hätte man irgendwie anders lösen sollen, finde ich. Aber naja. Wenn die eine Besprechung haben, weiß ich nicht, das Echolot, doch bestimmt diesen Kontrollraum, oder? Wo der Captain vorhin war.
gerade hin. Dann liege ich falsch, okay. Now, I need to get to the computer. I'm sure it's got something interesting. Ah, hacking, hacking, hacking. Better copy him. All right, going. They could be back any minute. Ja, ja, dann weg, 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 weg. Ne, raus hier. Und auch weg von den Torpedos. Na, denken die noch, ich habe da was gemacht? Die hatten ja schon rumgefingert. I'm being called. First phase of the maneuvers must be starting. Oh ja! Schnell hin! Endlich Manöver! Wie komme ich weiter? Wo komme ich hin? Kämpfen, kämpfen, kämpfen! Hopp, 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 hopp! Dafür sind wir doch auf dem Boot hier, Mensch! Einsatz, Einsatz, Einsatz! Hopp, hopp, hopp! Nee, da nicht. Da. Wie hießen wir nochmal? Erstmal keine Informationen. Nein! Und zurück. Wie heiße ich nochmal? Wimble, Modelle, Briefe, gefundene Briefe, Ziele, Briefe. Ach. Heinrich auf der Brücke, Captain! Все на своих местах. Держитесь за что-нибудь. Всплываем на перископную глубину. Jawohl, Captain. Я обещал, что ты сможешь посмотреть. Становись к перископу. Oh, Определи yeah. позиции авианосца «Адмирал Кузнецов», крейсера «Петр Великий» и противолодочного корабля «Адмирал Чабаненко». Они все принимают участие в учениях. Okay. Определи позицию Петра Великого. Ziel auf 93 Grad Osten. Подумай еще раз. Это самый большой крейсер во флоте. Окей, а мы это знаем. Крейсер? Это он не? 160 градусов. Теперь адмирал Чабаненко. Это какой крейсер? Это он не, да? Нет, это vielleicht. Помашон. Ты вообще представляешь себе, как выглядит противолодочный корабль? Ein U-Boot-Zerstörer aussieht? Nee, eigentlich nicht. Ты вообще в порядке? Как так? Корабли даже не отличаешь один от другого. У нас с тобой будет серьезный разговор. Scheiße, game over. Geil! Sie erkennen keins der Schiffe. Scheiße, was ist das, wie die aussehen, ey? Oh, ey, von wo wird jetzt geladen? Bitte vom Eintritt in diesen Raum. Zwei Schiffe sollten wir noch ausmachen. Da waren doch nur drei. Oder das andere war eher so eine Ölplattform oder so. Na, vielleicht sollten wir erst das Große anvisieren und dann das Kleine. Ich weiß nicht, was er zuerst haben wollte.
Alat, schneller, ich will nochmal durchgucken. Das Bild ist schön, ja. Hallo. Ja, immer noch 8.10 Uhr, das ist schön. So, darf ich nochmal? Все на своих местах. Держитесь за что-нибудь. Всплываем на перископную глубину. Okay, ich hätte gerne den Text nochmal ganz gehabt, aber ist okay. Я обещал, что ты сможешь посмотреть. Становись к перископу. Определи позиции авианосца «Адмирал Кузнецов», крейсера «Петр Великий» и противолодочного корабля «Адмирал Чебаненко». Они все принимают участие в учениях. Okay, was willst du zuerst haben? Определи позицию Петра Великого. Peter der Große. War dann der hier, ja? Okay, jetzt schon wieder nicht aufgepasst. Теперь Адмирал Чебаненко. War das jetzt der Flugzeugträger? Ты вообще представляешь себе, как выглядит противолодочный корабль? Wird das der sein, oder? Хорошо. А теперь Адмирал Кузнецов. Стоя. Прекрасно. С этим закончили. Переходим к основной фазе учений. No need for me to be here. Okay. Cool. Ach, das wird spannend, aber gut, dass ich keine Ahnung habe, wie die Schiffe heißen. This might be a good time to break into the safe in the captain's quarters. Gut, dann geht jetzt hier der große. I have the code to the electronic lock, but I also need to get a stethoscope. Maybe I can find one in the medical section. Das habe ich mir auch cold coming on. Ja. Geht's da durch? Dann ab schnell zum Onkel Doc. Mal lang, wo bist du? Mal lang? Wahrscheinlich wieder 5 Ebenen durchlaufen. Aber man muss sagen, die Save Points sind gut, ne? Also das Spiel hätte fieser sein können und weiß ich nicht. Mich irgendwo anders hinpacken können. Kein Ton verstanden. Der Arzt will was von mir. Hallo, ich bin gar nicht da. Ich bin gar nicht da. Guck einfach weg. Muss doch irgendwo eins hängen. Vielleicht in einem anderen Raum. Ich musste wahrscheinlich voll labern. Dann fragt der doch nach, wofür ich es brauche. Müssen wir auch klauen. Kann den doch nicht anreden. Ну, на что жалуемся? Schreckliche Einsamkeit, könnte er daran denken. Ach, speziell. Denkt er, ich bin ein Horst. Aber mir schätze ich ja Platz an. Это у тебя первое погружение? Не переживай, ты не один такой. Есть теория, что мы все в той или иной мере страдаем от клаустрофобии. Но проявляется она только в таких вот условиях. Погоди, я дам тебе успокоительное. I need to find a stethoscope. Да. Магаз. Das ist doch. Greif zu. Zu. Wie lange brauchst du? Na los!
Klemmst dir in die Hose, in die Buchse. Mach das wieder zu. Der langsamste Dieb ever. Nashol. Nee, was? Hat nichts gefunden? Also er hat's gefunden, okay. Der Stuhl, der Kugelschreiber schwebt in seiner Hand. Du weißt mir, du hast noch ein paar Mutsch. Ja, danke. Ja. Bis zum nächsten Mal. Da lag gar nichts, oder? He can take it himself. I'm going to the safe. Stethoscope. Ich muss nichts machen. Ich höre nichts. Ich muss jetzt einfach immer auf E drücken oder was? Hä? Hätte man auch gleich lassen können. See this treasure. Schnell Fotos machen. Komm, komm, komm. Oh, der lässt sich Zeit. Los, schnell Fotos machen. Ты что тут делаешь? Ah, Scheiße. Ich bin der neue Captain, jawohl. Ich sag. Ich habe mich verlaufen, wird wahrscheinlich nicht. Ich bin der neue Captain, wahrscheinlich auch nicht. Ja, das ist natürlich auch, was du mir suchst. Wir sagen das. Ты мне зубы не заговаривай. Пошли-ка со мной. Okay. Wird Game Over oder ist das so? Soll das so? Tut das so? Okay. 12. August 2000, 11 Uhr. Посиди тут, пока учение не закончится. Okay. Right. Ah, das ist part of the plan. Luckily enough, he hasn't come up with the idea of frisking me. For now. Whatever. Seems like I'll be spending some time here. I better be looking around. Ah, da ist der Liebesbrief, den ich letztes Mal nicht gelesen habe. Für euch lese ich ihn jetzt vor. So. Volgograd, 26. Juli 2000. Mein Liebster, ich hoffe, dass du diesen Brief vor deiner Abreise erhältst. Es ist so schade, dass du keinen Urlaub bekommen hast, um mit mir nach Volgograd zu reisen. Du hättest ein paar Sonnenstrahlen abgekriegt, die deiner Haut gut getan hätten. Das Wetter hier ist herrlich. Wir haben knapp über 30 Grad und es ist windstill. Was? 30 Grad? Ach komm, geh weg, ey. Viel zu warm. So, wir machen mal das da auf. Da ist nichts. Just rubbish. Nur Müll, aber den Tacker und nothing die Pappe special. Sehen wir schon mal. Müssen wir das nochmal spielen? Staple gun? Kann man das nicht überspringen? Well, well, well. Nee, das Ding fass ich nicht an. Wonder how I'll do. Nee, komm. Da beenden wir. Ich will das nicht spielen. Right. I steer the ship with the right, left buttons and shoot with the right one. Easy as pie. Oh, Game Over. Oh, passt sogar. Ich habe auf Tab gedrückt und das Schiff geht unter. Weil wir sind getroffen worden oder, keine Ahnung, aufgefahren. Jesus,
What was that? So. Müssen wir es echt nochmal nachspielen? I've got to get out of here. Die Pappe lag da. Zuerst müssen wir registrieren, dass die Tür klemmt. Aber das hätten wir noch anders lösen können. Dass man das überspringen kann oder so. Ja komm, wir haben es registriert. Ja. So, wir haben es fixiert. Da, komm her. That's it. Quickly now. Ja, dann ist es da oben. E drücken, E drücken, E drücken, E drücken. Das ist ja doof, dass das zweimal kommt. Shave. Ich habe zwar ein Kurzzeitgedächtnis, aber so schlimm ist es noch nicht. I just need to find a way to open it. Hier oben war das Rohr. Okay, let's give it a try. Und es wird nicht funktionieren. Da kommt gleich der andere Typ und hilft uns nicht. Gut, doch, hat geklappt. Was ist das, was du делаешь? Спасаться надо. Ja, попробуем открыть вместе. Времени почти не осталось. Василий, bleib hier. Ui. Okay, da ging es letztes Mal auch nicht weiter. Und jetzt schon wieder genau an derselben Stelle wieder ein Cut. Wollt ihr mich veräppeln? Ich spiele die Stelle nicht noch ein drittes Mal. Also auf keinen Fall. Und wieder ein Ladebildschirm. Ach mein. Oh, es geht weiter, es geht weiter. 11.32 Uhr, 12. August 2000. Ah, es geht weiter. Oh, ist das Vasili? God, what was that? I have to run. Vasili? Nee, der ist zu braun. Der war das nicht. Oder? Vasili! Come on! Atme. Breathe! Breathe, man! Shit, too late. Tut mir leid, Junge. I'll have to run away or I'll end up like him. Er hat doch erst gerade sein Studium beendet. Mit Numerus Clausus 1. What's happening here? Ja? Na gut, dann noch halt weg, 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 weg. Ja, den Arzt hat's erwischt. Gott sei Dank. Ja, den Arzt sei schon. Yes, an extinguisher. Hört sich nicht gut. Wie sieht's denn da aus? Ah, hier ist die Papa. Feuer, geh aus! Okay, I can keep going. Ah, kann hier hoch. Okay, schnell hoch. Oh! Eieiei, ich hab auf Q gedrückt. Was passiert? Sie verarschen? Oh. Quicktime-Events, ich hasse euch. Es gab so ein Horrorspiel von Clive Barker. Das war eigentlich ganz cool. Da gab es immer so ein, zwei Quicktime-Events. Die habe ich immer verkackt. Sie waren so ätzend. Mehrere Tasten in besonderen Zeitabständen drücken. Hat nie geklappt bei mir. So. Nochmal. So, jetzt brauchen wir gar nicht den versuchen zu helfen. God! What was that? I have to run. Ja, hier war doch der Feuer. What's happening here? Yes, an extinguisher. Okay, I can keep going. So. Hoch. Und ja, wir sind ausgewichen. Noch mehr ausweichen. Scheiß Quicktime-Events. Gefährlich, Alter!
That was close. Ja, das war sehr knapp. Denk daran, wir sind in einem U-Boot unter Wasser. Ach, diese Luke. Die ist bestimmt verschlossen, oder? Schnell durch und zumachen. Versiegeln. Da brennt es auch schon verdächtig. Es ist nicht gut, wenn Kabel brennt. Das stinkt immer nach Plastik. Hat er mich erwischt? Den mag ich nicht. Fuck! Are you alive? So wie der hängt, glaube ich nicht, oder? Oxygen's running out. Ja, lass mir liegen. I can't catch my breath. Oh, eine Waffe. Waffe ist immer gut. Können ihn erschießen, haben wir mehr Luft? Nein. Clips full. Ja. I didn't want to Junge, burn du alive. Musst atmen, pack die Waffe weg. Gut, dass wir eine Waffe haben, aber die hilft mir jetzt nicht gegen Feuer. There's a fire extinguisher on the other side. I'll try shooting it. Maybe the explosion will put out the fire. Wo denn? Bin ich blind? Ach da. Ah, James Bond. Oh, da ist schon Wasser. Oh, ich halte fest. Eigentlich hier irgendwo der Reaktor. Space aufschwimmen. Ich sehe gerade hier nichts. Ach da. Müssen wir lang? Wo müssen wir lang? Wo müssen wir lang? Ah, hier war diese Technik-Ecke, ne? Okay. Ey, ich bin im Wasser und hier ist überall Strom. Könnt ihr euch noch an den Typen erinnern, der da rumgefummelt hat und ich habe mir mal ausgemeckert, weil da Saft drauf ist? Hier im Wasser ist überall Saft drauf. Hier irgendwo drunter tauchen? Schaff es nicht, wo soll ich hin? Vielleicht kommt die Info, sie sind ertrunken oder erstickt. Das Knacken ist nicht gesund. Doch, da unten. Einfach mal ziehen. Hallo! Rückhalten. Jetzt durch da. Und hoch. Hoch, ich muss atmen. So. Was nun? Da hinten kommen wir. Ich glaube, wir sind immer noch nicht in Sicherheit. Ach, ich muss da rüber? Ey, willst du mich verarschen? Muss da auch wieder 20 Mal auf E drücken, oder was? Dass er da rüberspringt. Oh, sowas liebe ich ja. Sowas liebe ich ja! Was denn? Muss ich es gedrückt halten? Ich raff's gerade nicht. Tut mir leid, also ich, wenn ich mich nicht clever anstelle. So kann man natürlich auch das Spiel in die Länge ziehen. Ich halte jetzt mal gedrückt. Hä? Schnell drücken, einmal drücken, gedrückt halten, bringt alles nichts. Einmal bin ich gerade mit Schugge. Ja, erst dann, wenn er anzeigt.
Ich raff's echt gerade nicht. Was will das Spiel von mir? Oder soll ich es drücken, bis es sich füllt? Ich habe keine Ahnung, was sich die Entwickler hier ausgedacht haben. Oh, das sieht gut aus. Ich hoffe, das war die einzige Hüpf-Geschichte. Ach, das war so Timing gewesen. Ah. Timing, Heinrich. Alles Timing. So, hier hoch. So. Wo jetzt hin? Ja, ich helfe dir. Hoffentlich. Ist die Luke vielleicht dahinter mit Wasser? Sollte man das vielleicht nicht öffnen? Können wir das irgendwie checken? Na gut, kommt kein Wasser. Aber hinter uns ist Wasser. Schnell zu. Scheiße, hier ist auch Wasser. Мы здесь! Помоги! Не бросай нас! Мы сдохнем тут! Puh, euch helfe ich nicht. Ach komm, ja keine bösen Menschen. Попробуй прутом долбануть. Может, швы разойдутся. Okay. Auf die Finger. Mit den Beinen dazwischen, das könnte wehtun. Dazwischen sind meine Kronjuwelen. Hat das funktioniert? Нужно что-нибудь потяжелее. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Die Deck wird bald überflutet. Muss weitergehen, es tut mir leid. Nein. Братан, придумай что-нибудь. Не уходи, братан! Ja, ich überleg doch, ich versuch's. Haben wir vielleicht irgendwas Besseres, Stärkeres? Ich sehe aber nichts. Und? Vielleicht? Egal. Hier oben vielleicht? Не бросай нас. Поищи инструменты. Быстрее. Ja, hey. Что за херня творится? Я думал, из этих отсеков никто не выжил. Может, на корме? Здесь точно нет. Я успел запустить вспомогательный двигатель, так что компрессор гонит кислород. Но уровень воды поднимается. Когда движок затопит, он вырубится, и нам хана. Отсюда ничего не сделать. Нам надо перебраться на корму. Там меньше повреждений, и аварийный люк тоже там. Надо держаться вместе. Так у нас больше шансов. Оу! Оу! Scheiße, Junge! Scheiße. Noch jetzt? Wir müssen den Jungs unten noch helfen. Jetzt ist der Typ hier einfach. Ach du Scheiße, Ventile. Nicht besser geworden, oder? Zeigt denn da an? 48. Passiert da überhaupt was? Wird mehr. Oh oh. Dann dich nicht mehr. Er ging zurück. Ist wieder bei 50. Über 50. Gut. Dann passe ich dich mal an. Gut. Das ist wieder schlecht. Das heißt, er hier. Wie geht das zurück? Nee. Er hier. Ach du Scheiße, was mache ich hier? Das wird immer schlimmer. Ich verstehe die Logik nicht. Okay, wir sind wieder 50. Wieder zu viel.
50, okay, er vielleicht jetzt weniger? Okay, dann er vielleicht? Okay, den mittleren? Nee, dann vielleicht der drunter? Nochmal ihnchen. Na, also schon über 50. Hab's nicht. Über 50? Verstehe das nicht. Gibt's hier eine Beschreibung, verdammt. Ich hab doch keine Ahnung. Jetzt stirbt er auch einfach da und kippt um. Den dritten, welcher ist jetzt? Der dritte wäre vielleicht interessant. Der gibt wieder mehr. Das heißt, wir machen den, dann ist er wieder über 50. Nehmen wir den, dann sind wir wieder kurz am Ziel. Ach, ne, der ist jetzt zu viel. Kann ich den nochmal nehmen? Nein. Wenn ich den nochmal nehme? Sind wir über 50, ja. Okay, bin ich jetzt hier nicht? Macht nicht wie, wir haben es irgendwie hingekriegt. So. Das heißt, wir haben jetzt noch Zeit zum Atmen. Wie können wir den Leuten da unten jetzt helfen? Da kannst du nur mal aufstehen. Hallo, Soldat. Ach, fuck, ich komme da nicht mehr runter? Och, nö. Oh, jetzt habe ich die da echt sterben lassen. Ey. Oh Mann, das, ich wollte hier doch erstmal Hilfe suchen oder so. Soldat! Ich lasse ihn jetzt zurück oder was? Wollt ihr mich verarschen? Das hätte man doch in echt nie gemacht. Tut mir leid. So, und das Video geht mir schon wieder einen Tuck zu lang. Wir haben jetzt drei Leute zurückgelassen. Und ja. Ihr könnt ja gerne mal schreiben, was ich da gerade an Ventilen gemacht habe. Vielleicht versteht das ja jemand von euch. Oder und vielleicht habe ich was vorhin übersehen, wie wir die anderen beiden da unten hätten helfen können. Schreibt es mir doch, wenn ihr was gesehen habt, bitte in die Kommentare. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr auch gerne ein Like da lassen. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal auf der Kursk. Ciao.